Hätte man nicht bringen dürfen. Voll uncool. So, ich guck gleich mal da drüben. Genau hier, wegen der neuen iOS-Oberfläche. Mit dem Fingersystem. Das ist jetzt unsicher. Also es ist unsicher geworden. Nee, das steht hier nur gerade so. Keine Ahnung. So, stellen wir mal um. Was war denn jetzt? Jetzt hatte Minecraft kurz keine Rückmeldung. Aber egal. So. Zack, zack. Gut. So haben wir das ganze Zeug denn hier auf den Desktop liegen. Uiuiuiui. Und jetzt wird mir... Und fliegen wir das Blech weg. Nein, nein, es geht sogar. Wow. Gibt's nicht. Ja, ey. Yay. Oh, das Eisenerz. Gibt es nicht. Doch. So, mit was nimmst du jetzt eigentlich deine Stimme auch mal so die Frage? Okay. Ich nehme meine Stimme separat auf. Ja, weil ich es probiert habe und mein Mikro hört sich mit fucking nice raps, aber so Scheiße an. Das war nur am Laptop ging's. Jetzt geht's nicht mehr. So, News. Gucken wir mal Hardware News. iPad 5. iPad 5, iPad 5 halt. Weitere Geldmarge größer gemacht mal wieder. Wow. Was haben wir noch? iPhone 6 ist bereits in Planung. Bereits in Planung. Mal wieder etwas, um die Waffen der Taliban zu verbessern. Ich sag ja nur den Accelerator und so, ne? Voll Waffensysteme. War richtig fett, die Haubitzen treffen. Ja. Passt doch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt nicht parteiisch und sag, die und die Firma ist gut, aber ich nutze seit... nur Samsung nutzen und ich bin damit zufrieden. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Das nennt sich Parteiergreifen. Naja, aber... Man muss dazu sagen, die Handys sind eigentlich für das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Um wie viel müssen wir wetten, dass wir da übelst die Hater-Kommentare haben? Bei unseren paar Zuschauern? Eins, zwei. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Apple ist ganz schön überteuert. Oh, finde ich auch. Klar, wenn man was von Apple geschenkt kriegt, ist ja schön und gut. Ja. Das nimmt man. Man kauft sich nicht selbst. iPhone 5S. Bewegungssensor arbeitet fehlerhaft. Viele Modelle des Apple iPhone 5S sind allem Anschein nach sind von Fehlern dann betroffen. Und die neue AMD R9, also Radeon R9 280X. Die 290X, also die ganzen neuen Geräte davon,
Ist doch so. Ich glaube, die hat auch ein paar Gig. Ich guck mal. Ich guck mal, wie viel Gig die hat. Die hat 4 Giga. Und eine Aktivkühlung. Wie es sich so gehört. Und naja, ich habe schon ein bisschen was gefunden. Ich esse jetzt erstmal ein Brot. Oder zwei. Wieso kann man eine goldene Karotte zerschlagen? Die Grafik, die Radeon R9 290X, kostet laut aktuellen Infos circa 500 Euro. Ja, aber die ist dann bestimmt auch gut. Was gibt's denn bei Software? GTA 5 für PC, Release immer wahrscheinlicher. Ja, stimmt, da hat mal einer was auch gebracht. Dass in der PlayStation 3 Variante, weil die basieren ja alle auf Windows, dass da Codecs gefunden wurden für PC. Ja, man sollte es vielleicht besser verschlüsseln und nicht so lappig. Würde ich jetzt behaupten. Ich weiß ja nicht, wie du es siehst. Wenn ich schon ein Spiel rausbringe, dann... Ne. Samsung ist schon, zeigt schon einen Plan für Android 4.4. Tja, weiß nicht, was ich von halten soll. Wird bestimmt was Witziges kommen. Instagram Update für mehr Datenkontrolle. Oh, wenn ich das höre. Was haben wir denn noch? Stimmt, GTA Online. Wie stehst du zu GTA Online? GTA Online, naja. Bum bum, Action zusammen, eigentlich witzig. Ach Gott, Alter. Mischt sich mir jetzt nur ins Auge. Eine Blondine hat mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. Brüllt der Fahrer, sie dumme Kuh. Haben sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht? Schreit die Blondine zurück. Bestimmt öfters als sie. Das sticht mir hier so ins Auge. Du bist doch Facebook unterwegs nebenbei. Nope. Ja, ein bisschen. What? Ich hab jetzt hier so einen riesen Kohlevorkommen gefunden. Jetzt habe ich gerade vom Portal, also vom ersten Teil, die Musik drin. Also sie läuft gerade. Das Ending, ja. Still alive. Alter, wie viel. Oh, wie viel Kohle hier ist. Wieso gibt es hier nicht mal mehr Paint? Wie Paint? Ist denn auf Windows klar gibt's Paint, du Vogel. Ja, nur, man kann doch nicht mal mit dem Rechtsklick einfach über neue Bitmap erstellen. Was ist denn das für ein Kack? Nee, du kannst aber Paint öffnen und dann... Ja. Ich nehme dafür Photoshop. Scheiße. Ich wollte jetzt nur kurz was festhalten. Da musst du Steuerung C und dann die Drucktaste. Damit machst du einen Screenshot. Und da musst du Steuerung V im Paint drücken. Dann solltest du eigentlich da was haben. Also ein Bild, fürs, wenn du festhalten willst. Oh.
Jo. Ich mache jetzt noch ein paar Blöcke. Ja, ich weiß, ich habe da Kohle übersehen. Interessiert mich doch aber einen feuchten Schmutz. Da, da, da. So, Fuckbook, was haben wir heute zu sagen? So. Google TV. Internet. Fernsehen, nicht Radio. Bam. 4D-Druck. 4D-Druck, naja. Was bringt einem 4D-Druck, wenn man dreidimensional sehen kann, ne? Das Adobe wurde gehackt. Glauben. Nutzer- und Kreditkartendaten. Nisch neu. Wusstest du schon, dass von Gronkh die Seite auch gehackt wurde? Mensch, ist ja schon gut. Leute, aber ich find's was, wieder ne? übertrieben, wenn's um Seiten geht, wo mit deine, also wo du deine Let's Plays jetzt in dem Sinne auch noch veröffentlichst. Hm. So eine Kurzgeschichte, ne? Die Probe kennt vielleicht jemand. Ging's wirklich drum? Um einen Verbrecher, ne? Der hat einen neuen Perso, gefälscht gekauft. So. Es ging nur drum, in dieser Kurzgeschichte, dass der Perso die Probe besteht. Wird halt kontrolliert und so, ne? Wird halt echt anerkannt. Und dann ist der wirklich beim Museum der 100.000. Kunde und wird nach dem Namen gefragt. Wo er mir dann den echten Namen sagt und Bullen dabei anwesend sind. Oh, scheiße gelaufen. Finde ich aber auch. Also wenn du etwa gleich ausrufst, ne? Komm vor. Ich würde sagen, Pech gehabt. Schreit schon nur so nach. Nehmt mich fest. Ja, das ist es. Aber es gibt genügend Idioten, die würden das doch so machen. Ist doch so. Du kannst dich rumstreiten, mit wem du willst. Das ist Tatsache. Da hinten steht ein Creeper! So. Und ich gehe jetzt erstmal home. Hoven. So. Pflasterstein. 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 Die 13 schmeiße ich weg. Das Golderz.